Wir haben explodierende Preise bei Fleisch und anderen Lebensmitteln. Wir haben, die darauf zurückzuführen sind, dass die Düngemittelverordnung, die Düngemittelordnungen verschärft werden, dass die landwirtschaftlichen Nutzflächen knapp werden, die Futter- und Düngemittelpreise explodieren, Energiespritpreise gehen in die Höhe. Und es kommt auch nicht zu den Lieferungen aus der Ukraine oder aus Russland, auf die wir uns bisher verlassen konnten. Deshalb vor diesem Hintergrund die ergänzende Frage an die Bundesregierung: Wie wollen Sie sicherstellen, dass nicht weite Bevölkerungskreise verarmen? Wie wollen Sie sicherstellen, dass sich nicht in einigen Wochen oder einigen Monaten die Menschen draußen entscheiden müssen, ob sie eine warme Wohnung oder ein warmes Essen haben? Gut, dass Sie sich für die Entwicklung der Lebensmittelpreise interessieren. In Ihrer ersten Fragestellung habe ich das nicht so richtig erkennen können, denn tatsächlich haben wir momentan ein Hauptproblem bei der Inflation bei Gemüse. Und das heißt, das ist nicht getrieben durch irgendwelche Änderungen in Haltungsformen, sondern es ist getrieben durch die Entwicklung der fossilen Rohstoffpreise. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Lebensmittelpreise aus. Und wir haben ein Interesse, dass Familien in Deutschland auch mit geringem Einkommen sich gut ernähren können. Dazu gehört in allererster Linie auch, dass Obst und Gemüse nicht zum Luxusgut werden. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja gut, ich erwarte ja von Ihnen, wenn ich eine Frage stelle, keine Problembeschreibung, sondern ich erwarte ja eine Antwort. Und meine Antwort war die Frage: Wie wollen Sie sicherstellen, dass man sich nicht in Kürze zwischen warmer Wohnung und warmem Essen entscheiden muss als Bürger? Aber ich gehe nochmal in eine andere Richtung. Wir haben ja noch andere Probleme. Die Europäische Union hat eine neue Verordnung zum Pflanzenschutz dargestellt oder vorgestellt. Und danach soll der Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln, chemischer Pflanzenschutzmittel, bis 2030 etwa halbiert werden. Die Europäische Kommission selber hat auf negative Auswirkungen hingewiesen, nämlich, und das führt ja auch wieder zu Kostensteigerungen, Produktionssteigerungen in der Landwirtschaft, Verbraucherpreise werden sich erhöhen, die Abhängigkeit von Importen von Lebensmitteln aus Drittstaaten, hört, die wird sich erhöhen. Und jetzt kommt der Ukraine-Krieg noch davor. Also wir haben das, was die Europäische Kommission schon selber als Nachteile beschreibt. Jetzt kommt noch der Ukraine-Krieg dazu. Wie wollen Sie darauf reagieren? Ihres Kommentars. Sie haben ja vielleicht vorhin mitbekommen, dass das Kabinett gerade tagt über das nächste Entlastungspaket. Das heißt, die Bundesregierung befasst sich dauernd mit Entlastungsmaßnahmen für die Bevölkerung. Und Ihre Analyse, was das Problem Pflanzenschutzmittelreduktion angeht, geht aus meiner Sicht fehl. Sie sehen nicht, dass die Intensivlandwirtschaft, wie wir sie bisher betreiben, uns in eine Abhängigkeit geführt hat von fossilen Vorprodukten, die ihrerseits momentan zum drastischen Anstieg der Preise beiträgt. Das heißt, Ihr Vorschlag, ich verstehe ihn so, machen wir einfach weiter wie bisher, geht eigentlich dahin, das Feuer mit Benzin zu löschen.